Moin moin Leute und willkommen zurück zu einem epischen Kampf zwischen Mitch und mir, dem Jove. Moin Mitch. Hi Jove. Hallo Zuschauer. Moinsen. Wir sind kurz hinter Weihnachten oder hinter der Weihnachtszeit an sich. Und ich bereite mich schon mal auf Silvester vor, indem ich den Mitch so richtig Feuer unterm Arsch mache. Ja. Also schon ein bisschen zündeln. Mhm. So einer bist du, so ein Brandstifter. Hallo? Liest du keine Zeitung oder... Ich bin weltberühmt. Obwohl, da müsstest du ja Feuerwehrmann sein, ne? Ist ja oft so, dass die, nicht alle jetzt, aber hat man ja schon oft gehört, dass man hört davon, dass da zumindest einige, die zu wenig zu tun haben, gerne mal selbst ein Feuer legen, ne? Ja, das hört man aber auch bei Ärzten und so weiter und so fort. Das ist dann immer dieses Gefühl, jemanden retten zu müssen oder so. Wir spielen. Ich bin oben. 5000 Gold und Nebel. Alles gespiegelt. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Und zoomen gleich nochmal. Kann ich einen Held auswählen? Irgendwie noch nicht. Achso, Jove ist noch in der Auswahl. Ja, wieso kann ich nicht auswählen? Ich drücke auf normal. Alternativ. Ja. Musst du alternativ anklicken. Achso, okay. Ja, weil das ist ja nicht normal, sondern wir sind ja schon alternativ. Wir sind also alternativ heute. Hm. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Ich muss mich natürlich wieder umgewöhnen. Jetzt sitze ich ja unten. Im Süden. Ich muss mal gucken. Ich schwanke zwischen den zwei. Was ist da denn der Unterschied? Ach, Mitch ist noch nicht da. Die hat nur einen kürzeren Cooldown. Ach so. Haha, da fehlt mir sogar noch was. Was fehlt dir denn? Ein bisschen Gold. Gold. So, pass mal auf. Ich habe eine andere Idee. Ich werde ein bisschen sparen. Ein bisschen was gekauft, aber mal gucken, ob die Taktik auch... Du willst also einen frühen Durchstarter machen. Oh. Da vorne ist auf jeden Fall der Helikopter. Jove. Ja, ich hab's dir nicht gegönnt, dass du First Blood bei mir hast. Deshalb habe ich es dir trotzdem gegeben. Ich wollte gerade sagen, ich habe ihn doch gerade bekommen. Oh, dass hier immer alle Fliegende nimmt. Ich mag ja keine fliegenden Gegner. Fliegende Gegner heißt für mich immer, ich kann die Hälfte meiner Fähigkeit nicht einsetzen. Das sehe ich jetzt. Die Hälfte deiner Fähigkeiten? Achso, ja, ich gut. Ich bin Ground Tank. Ich habe Ground-Fähigkeiten natürlich. Ja. Die jetzt zur Hälfte nicht funktionieren, sage ich jetzt mal. Aber das heißt zur Hälfte, ne? Du weißt, was ich meine. Und erst recht der hier. Der hat zwei Fähigkeiten, die ich nicht einsetzen kann. Wo ist Mitch? Was ganz praktisch ist bei dem Helikopter, der hat ja den passiven Skill, dass er schneller fliegen kann. Dadurch brauche ich mir nicht das Speedpack holen. Zumindest solange ich ihn spiele. Ja, das mag ich auch mal bei dem Großen. Also hier bei dem, was ist das, Air Tank? Ja, genau. Ich sag mal, die verbesserte Version von dem hier, sagen wir es mal so. Ja, ne? Ja, so kann man das ja schon sagen. Das mag ich immer bei dem. Wo ist Mitch? Ach, da ist Mitch. Ein bisschen Stressmager, klein. Dafür level ich schneller als er. Das ist der Vorteil. Und wenn ich ein bisschen Glück habe, dann kriege ich auch schon die Mitte hier, ein Turm. Ja. Obwohl, glaube ich, das ist was wert. Dann machen meine Viecher sterben einfach zu schnell. Aber ich krieg den Tower schon unter die Hälfte. Das ist sehr geil. Ja, da muss ich doch kapitulieren. Da mache ich einfach zu wenig Schaden für. Ja, ich habe halt hier genug Hilfe, ne? Ich habe ja noch ein paar Freunde hier stehen. Die mir halt echt. Warum ging das jetzt nicht? Achso, ich war zu weit weg vom Portpunkt. Alles klar. Ja, komm. So, kommt mal alle her hier. Komm einfach hier jetzt hoch zu meiner Base. Mach den blöden Tower. Ja! Was gab der Tower nochmal? Ich hab's jetzt gerade nicht im Kopf. 500? Ich glaube ja, 500. Irgendwie so. War das gar nicht mal so schlecht für den Anfang? Für den Anfang ist das echt gut. Also kann ich nur bestätigen. Ja. Und ich bereite auch noch was vor. Warum pushen deine Minions, obwohl du sie nicht pusht durch? Was ist denn da los? Jetzt in der Mitte? Links oder? Rechts und. Ja, das kann ich dir auch nicht beantworten. Rechts auch. Da sind sie schon an meinem Turm dran. Okay.
Und links war das gleiche, deshalb bin ich links rüber. Ist ja krass, ey. Hast du dir irgendwie nur mal so, als wäre sie gepusht von Anfang an, irgendwie was reingesteckt? Ne? Aber hätte ich natürlich machen können. Ist vielleicht auch eine gute Idee. Könnte man ja mal ausprobieren. Es ist einmal hier diese 1400 reinstecken, um halt einen frühen Vorteil zu kriegen. Das können wir machen, ja. Oder so kommen wir auf neue taktische Möglichkeiten, ja, obwohl wir diese Map echt schon tausendmal gespielt haben. Natürlich haben wir sie schon tausendmal, aber wir spielen sie normalerweise nicht gegen. Wir spielen sie gegen. Ja, das stimmt. Was natürlich trotz allem, also die Computer hier sind echt nicht schlecht, muss man echt mal zu sagen. Oh. Ja. Oh, Mitch hat sich die Elektrik-Ionen-Kanone geholt. Da kommt Frecke! Verdammt! Alter Schwede, ja, durch so einen Schaden, ey. Dafür habe ich auch nur die Hälfte an Leben. Ja, das ist dann. Ich sag mal, aber das ist der Nachteil. So, ne? Das ist jetzt der Grund, warum ich mir vielleicht mal so eine kleine Verstärkung kaufen sollte. Stahlhülle. Ach ne, reicht es nicht ganz. Das ist aber auch nicht so schlimm. Ja. So, komm hier. Oh, da werde ich von deinem Turm angegriffen, ey. Oh oh. Kommt er wieder. Der kleine Drecksack. So, jetzt habe ich ein bisschen mehr Leben als du. Mhm. Jetzt verschwinde. Du hast jetzt mehr Leben als ich? Ja, 2-4. Ah. Ich glaube, du hast 2-3, ne? 2-1. Wow. Alter, ja. Oh ja, schön. Komm Fischer, hilf mir. So ist gut. Ja, Minions sind OP. Minions for the win, wa? So, komm Minion. Nein, noch. Ein noch. Ah. Warum ist da auch ein Fliegender? Das ist so unfair. So. Die Stadt unseres Verbündeten wird belagert. Die Leute sehen auf jeden Fall schon mal meine Taktik hier. Ja, komm, Level up, so ist fein. Die Stadt unseres Verbündeten wird belagert. Jetzt hat sich's auf den Seiten umgedreht. Jetzt ja, sind meine das ist immer so ein bisschen. Ist halt witzig, dass sich das so verändert. Mhm, das finde ich auch. Aber, mein Gott, ne? Wenn es passt, dann. Die Stadt unseres Verbündeten wird. Man hat halt immer so das Gefühl, dass die eine Seite halt dominiert, warum auch immer. Also zumindest, das betrifft die Minions. So. Ja. Das ist aber bei anderen Spielen auch so. Selbst wenn du die genau gleich machst und sie genau den gleichen Weg haben und so weiter und so fort. Irgendeine Seite hat immer einen leichten Vorteil. Also wirklich nur einen leichten, aber sie haben. Na Mitch. Wurdest du von meinen Viechern ein bisschen zurückgeschlagen? Der Turm. Boah, drückst du einen Schaden, Mann. Das ist echt nicht angenehm. Aber das ist das Coole hier auf dieser Seite. Jetzt schön hier oben stehen und die Viecher runterballern. Spart ein bisschen Platz, sag ich mal. So, erstmal Waffe upgraden. Hab ich schon, ne? Ja. Die nochmal schnell hier weghauen. Taktik aufgeht. Die Zuschauer haben ja gesehen, was ich getan habe. So. Durchballern. Wow. Alter Schwede. Na, bist du durch meine Mine gefahren? Nee, geflogen. Oder haben deine Viecher die ausgelöst und deswegen. Das weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich. Auf jeden Fall hast du auch Schaden davon gekriegt. Ich glaube nämlich, dass die Mine nicht von dir ausgelöst wird. Nee, das glaube ich auch nicht. Wäre unlogisch, wenn du sie auf den Boden setzt, dass sie dann. Ja, gut, können wir trotzdem hochgehen. Können wir trotzdem hochgehen. Natürlich, aber ich glaube eigentlich nicht, dass wir gut. Bisschen cool. So, komm. Und. Ja, mein Gott, 258 gibt der Turm. Nur, aber das reicht ja.
Was ist der Match schon wieder? Muss man Türme verteidigen hier. Da bist du. Okay. Ich pushe jetzt einfach mal volle Kanne durch die Mitte durch. Bis der Mitch sich blicken lässt und dann verzieht. Aber diese Flammenwerfer sind echt hart, ey. Ja, haben wir. Da. Gib ihm. Ich bin froh, dass wir Nebel des Krieges haben. Das macht's nochmal ein bisschen leichter. Ich find's auch interessant, also. Wo man nicht so genau weiß, was der andere ist, also ja. Macht, wo er gerade ist. Ich sag mal jetzt erst recht bei dir und mir. Also du bist fliegend, du kannst von überall kommen. Das ist so. Ja. Dafür hast du weniger Leben. Also jetzt nicht mehr, aber. Mein Level ist halt einfach absolut viel höher als deins. Doch, die Minen lösen aus. Okay. Ja, deswegen hast du da gerade Schaden gekriegt. Dann haben sie das geändert. Ja, das war früher das geändert. Deswegen sage ich ja, ne? Ja gut, ist ja dann fairer, ne, für dich dann als Ground Tank, aber unfairer für mich, so. Ja, das stimmt. Aber dann, jetzt ein Weilchen dauern, bis du mich das erste Mal tötest, wenn ich wegkomme, weil ich halt Minen hier überall verteilt habe. So. Ich doch ärgern werden, glaube ich. Ja. Sehr schön. So viel Gold machen wie möglich. Wo ist jetzt das Ding? Ob ich hier stehen bleiben kann? Ich glaube nicht. Auch nicht. Das wäre er. Frage ist, ob Minen jetzt auch bei Türmen auslösen. Das wäre ja mal. Oh, das wäre ein bisschen sehr OP. So. Ich sehe den Mitch die ganze Zeit nicht. Ey, ich weiß nicht, wo er ist. Wenn ihr ihn unten auf der Karte seht, sagt mal Bescheid. Aha. Ja, genau. Das ging ja nur beim Livestream. Ja. Wenn die Leute dann auch so im Discord drin wären, derzeit zum Beispiel. Genau. Oder halt im Chat, die das dann sagen könnten, ne? Ja, jetzt waren wir auch mal wieder zurück. Ach, scheiße. Oh, achso, da. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, ich hab doch gar nichts gemacht. So. Ja, den Tower Feuer setzen. Ja. Oh shit, ich habe eine Ulti dafür nicht gesetzt. So, jetzt. Wahrscheinlich. Au. Ja, und jetzt den Tower kriegen. Komm. Ja, sehr schön. Aber ich glaube, nein, Mitch kriege ich nicht. Nein. Hau ab. Also ich sag mal so, bis jetzt sieht's so aus wie bei Jesse und mir. Ich dominiere ganz schön. Gerade eben war letztes Mal war Jesse am Anfang ja so im Dominieren, aber gewonnen hat am Ende jemand anderes. Ja, da steht er da einfach ein Laserturm hin. Ja, genau. Also jetzt ja, der Punkt ist einfach zu wichtig, dass ich den verliere. Ja, das stimmt. Und dann mal. Deswegen fokussiere ich mich da auch so krass drauf. So. Au. So. Ja, ich glaube, da hättest du mich kriegen können. Glaube ich. Ja. Glaube ich. Weiß ich nicht. Bin mir nicht ganz sicher. Aber deswegen bin ich abgehauen. Lasst euch so. Schaut euch um. Ja. Gucken wir mal, wie die dann so drauf ist. Sieht ja gar nicht mal so übel aus, das Ding. Ich hatte die noch nie, deswegen. Aber ich wollte die jetzt mal ausprobieren, weil die eine schöne Reichweite hat.
Außerdem sind das Waffen aus der Mitte. Mehr. Aus der Mitte kenne ich nur den Frostlaser, sag ich jetzt mal. Ja. Oh. Oh. Jetzt schießt die Raketen. Nein, nicht da lang. Schießt nach hinten, schießt nach hinten. Ja. Oh. Das ist doch zum Kotzen. Ja, oh, war das. Aber alter Schwede, ey. Ich sag doch, du kannst mich jetzt kriegen und ich hatte Minions, du nicht. Mhm. Alter Schwede, ey. Ja, jetzt dreht sich der Spieß langsam. Das ist auf jeden Fall nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe gegen Mitch. Aber ich werde trotzdem gewinnen. Das weiß ich. Ich hab's im Urin. Na, das ist doch gut. In meinem Weihnachtspunsch getränkten Urin. Hab ich's. Super. Ich spüre es ganz tief in mir. Irgendwie klingt das seltsam. Egal. Das lassen wir mal. ich gehe einfach. Nein! Nein! Mensch, verpiss dich! Nein, komm, schieß, 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 schieß! Oh! Nichts mehr übrig, ne? Aber, oh, Mitch! Oh! Die hätte ich jetzt fast noch gekriegt und wärst du einen halben Zentimeter weitergefahren, wärst du auf jeden Fall gestorben. Okay. Mitch hat es also wieder mal geschafft. Schisser ist davon gekommen. Mhm. Hol ich mir jetzt das oder warte ich da? Ja, ich bin auch auf Risiko gegangen, habe 2 von 3 Waffen verkauft. Ach du Scheiße! Ja, ich aber wollte eigentlich mir eine Waffe in der Mitte kaufen, habe dann aber mich entschieden, den Turm zu holen. Ja, war ja auch. Damit ich dann den Punkt noch save. Sag mal, hat sich ja gelohnt, ne? Also, war ja. Hast mich ja gekriegt. Und dein blöder Tower hat immer noch Full Life. Au. Man sollte sich nicht von dem Turm holen lassen. Ja, die Reichweite dieser Waffe ist nice, ne? Mhm. 1300. Das stimmt. Dafür schießt sie halt nicht ganz so schnell. Ja, aber die hatte ich beim Spiel gegen Gas hier auch schon. Ach so. Ja, ich habe das ja noch nicht gesehen. Und ich habe mir gedacht, die hört sich doch interessant an. Ich wollte was mit mehr Reichweite als 700. So. Wie gern hätte ich den Teleporter. Ja. Oh! Nix Damage. Oh. Du brennst noch. Leider reicht das nicht, um dich zu töten. Doch, das ist jetzt, das war jetzt doof. Das war jetzt ganz doof. Das waren ja deine Minions und nicht meine. Die kommen ja von unten. Ja. Scheiße, falsch gedacht gerade. Der ist echt so, man. Muss erst mal umdenken, wenn man ja, oben deswegen, ist. Ich habe ja jetzt auch die ganze Zeit oben rechts und bin dann so, ich weiß gar nicht, von rechts oben, von mittig nach rechts unten zu deiner Basis gefahren, bis ich dann gerafft habe, dass das eigentlich ja, deine Basis ist. War es dann eigentlich schon zu spät? Ich hasse es, wenn das passiert. Einen halben Meter zu weit weg vom richtigen Weg. Halt. Wichtig ist halt am Anfang immer bei den Waffen, dass man damit echt Last Hits kriegen kann. Weil wenn du da, wenn du eine starke Waffe hast, die aber halt nicht Last Hittet, das bringt dir auch nichts. Also. Ja. No. So, ich komme jetzt eine neue Waffe, die 4 Magic. Die 4 Magic mag ich auch. Schöne Waffe. Ich schau mir jetzt noch einen Tower um. So gehört sich das. Lauf, lauf! Nein! Oh. Ja! Mine! Aber guck mal, du kriegst 400, ich krieg nur 200. Ja, also. Weil du mich mehr killst, bin ich weniger wert. Oh, Alter. Jetzt aus bei den Kills. Du hast 5, ich 2. Ja. Ja, gut. Aber wenn meine Mine nicht gewesen wäre, die ich habe extra gewartet, um reinzugehen, um die Mine zu kriegen, dann hättest du mich gekriegt, ohne zu sterben. Also. Wahrscheinlich, ja. Aber jetzt nicht mehr. Also ich habe eine Vermutung, was du am Anfang gemacht hast. Ich werde es mal aussprechen. Ich glaube, du hast dir Level dazu gekauft. EP? Du kannst dir auch Level kaufen. Achso, nein, habe ich auch nicht. Ja. Nein. Am Anfang hatte ich einfach nur 2 Basic Magic. Und nachdem wir darüber geredet haben, habe ich meine Einheiten jeweils um einen abgewertet. Ah, okay. Damit sie halt ein bisschen mehr... Ich weiß nicht, wie teuer das ist, aber ich weiß halt, dass man das auch 1400 für Angriff und 1500 für Verteidigung. Erfahrung weiß ich nicht. Nee, aber man kann sich ja auch Erfahrungspunkte kaufen. Ja, das weiß ich leider nicht, wie viel das ist.
Ja, und jetzt muss ich halt sagen, diese Raketen sind echt genial gegen Fliegende. Das ist echt so ein bisschen so, ich jag dich. Ja, und halt Chance gegen Last Hit, ne? Also so gerade, wenn selbst wenn ich jetzt abhaue, guck mal da, ja, zack. Ja, das Ding. Und dann, ne? Aber ich habe leider halt meine Ulti noch benutzt. Die hatte ich aber nicht mehr erwischt. Achso. Aber ja. Ja, das ist es. Also das ist es wirklich. Das ist der Hammer. Richtig, diese Raketen so der sind geil. Bis jetzt. Die Stadt unseres Verbündeten wird belagert. Ja. Ja, und was halt wirklich cool ist bei diesem Panzer hier beim Demolisher, deswegen hole ich mir den auch so gerne, sind diese Minen. Ne? Ich liebe sie. Mhm. So hinstellen, dass man nur verteidigt, also dass man nur die Minen benutzt, wenn man verteidigt, wenn man abhaut, und dann klappt das schon. Er hat halt wie immer zu wenig Mana, aber das hat eigentlich jeder am Anfang. Ich muss mal gucken, es gibt bestimmt ein Item, um Minen aufzudecken. Ja, Betty, gibt es, es gibt ein Item, was unsichtbarer aufdeckt. Frag mich bitte nicht, wo. Keine Ahnung, sowas. Wie gesagt, wir spielen fast nie gegeneinander, was immer daran garantiert, dass man sich halt dann häufig die gleichen Tanks holt und häufig die gleichen Damage. Aber diesmal, jetzt habe ich ich habe mir auch eine geholt und du brennst. Jetzt verbrenne! Ach, schade. Ja, die Ulti. Nicht zum Heal-Point mehr geschafft. Warum hat meine Ulti nicht gezündet? Habe ich bei der eine geringe Reichweite? Ich hatte meine auch gerade mal. Du hast eine sehr, sehr geringe Reichweite. Das ist dieses Feuerwerk da, ne? Firebomb heißt sie. Ich habe die gerade mal erst gelevelt. Da steht nicht die Reichweite. Gute Frage. Aber wird es auf jeden Fall geringer als meine Ulti. Ja, das ist so ein Umkreis von dir. Dafür machst du damit auch sehr viel Schaden. Aber ist halt im Umkreis. Ja, und jetzt muss ich sagen, du bist Level 10, ich bin Level 13. Ne? Ich war halt in der Mitte am Anfang. Oh, oh. Ah, ich liebe diese Raketen. Und nebenbei mache ich deinen Turm mit meiner Ulti platt. Und jetzt verdecke Turm. Ja, sehr schön. Nein, oh. Fahr. Ich habe nichts mehr. Kein Mana. Aber Minions. Minions helfen immer. So. Ja, mal gucken. Ich bin gerade am Überlegen, was ich mache. Neuer Tank oder neue Waffe? Das ist immer die Frage. Ja. Ich glaube, Waffe ist auf Dauer nicht so sinnvoll. Ich hole mir, glaube ich, lieber einen neuen Tank. Das ist, dafür sterbe ich dann einfach, oder? Ja, du hast halt die Heilung, aber du hast zu wenig Leben, ne? Um damit die Heilung auch wirklich was hochpusht, glaube ich. Weiß ich nicht. Das ist halt auf Dauer. Machen wir denn? Das ist jetzt die Frage. Ah, nee. Mal gucken. Was anderes. Guck, Mitch muss jetzt ein bisschen farmen. Das heißt, ich habe ein bisschen Zeit, ihn platt, ihn zu übernehmen. Seine Gebäude. So. Mal gucken. Dafür kannst du super farmen, ne? In der Mitte ist halt echt eine Menge an Einheiten jetzt. Die halt nur darauf warten, um dir angenommen zu werden. Ja. Ja, ich werde jetzt da nicht runterfahren. Das erstens bin ich zu spät, also zu langsam denn, bis ich da hinkomme. Und zweitens habe ich tatsächlich ein bisschen Goldfarm. So, was haben wir jetzt? Oh ja, nochmal hier. Geil. So. Hä? Oh, zum Kotzen, ey. Wo bist du denn jetzt? Ach, da. Oh, ich bin schon gemeldet wegen Feeding. Ach so, ja, das war ich gegen Jesse auch. Die ganze Zeit. Ich wollte gerade sagen, wo bist du denn jetzt reingefahren? Wie hab ich dich denn jetzt gekillt? Ich stehe doch am Arsch der Welt. Doch, ich mag die Minen. Die Minen sind gut.